Guten Morgen an diesem neuen Tag, liebe Geschwister, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Königskinder. Wir haben wieder unser gemeinsames Frühstück. Der Tisch des Vaters ist gedeckt und der Vater wartet. Und er freut sich, wenn wir als Kinder uns versammeln. Wir versammeln uns jetzt im Geist, weil wir das Gleiche essen oder das Gleiche hören. Und deshalb wollen wir miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, dass dein Tisch vorbereitet ist. Und die Feinde, die haben keinen Zutritt, wenn wir zu dir kommen. Wir sind geschützt im Blut von Jesus. Wir danken dir, Jesus, dass du uns begegnet bist, dass du uns zum Vater nach Hause gebracht hast und dass wir willkommen und geliebt sind. Segne dieses Wort. Es ist ein ganz besonderes Wort und wir brauchen dich unbedingt, Heiliger Geist und Jesus Christus, die Wahrheit selber. In Jesu Namen beten wir zu dir, Vater. Amen. Ja, wie gesagt, heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Ich habe es überschrieben. Kann man lieben aufs Gebot? Jesus sagt in Johannes 15, Vers 7, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn man das hört, dann denkt man, boah, das ist ein Gebot. Wer kann das erfüllen? Und wie kann man das erfüllen? Ich glaube, dass in diesem Fall müssen wir unbedingt auf den Kontext achten. Letztes Mal haben wir den Vers davor gelesen und auch in dem ganzen Kapitel kommen in diese Richtung einige Gedanken. Ich lese mal den Vers 16, Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gebe, was ihr ihn bittet, in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Gleich danach steht das Wort. Ich denke, im Zusammenhang, da verstehen wir schon mehr. Ja, wenn wir nicht lieben können, dann sollen wir bitten. Und er wird es ganz gewiss geben, wenn wir ihn bitten. Aber ich glaube, da gibt es ein kleines Problemchen. Wir fragen erstmal, was ist überhaupt Liebe? Ich habe festgestellt, auf gar keinen Fall sind es Worte. Durch Worte könnte man vielleicht die Liebe ausdrücken, aber das müssen dann nur ehrliche Worte sein. Es sind auch keine Taten aus Pflicht. Man kann durch Taten die Liebe beweisen oder bringen, aber nicht aus Pflicht. Man kann nur etwas geben, wenn man etwas hat. Wir lesen davor, Jesus sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das steht im gleichen Kapitel, Johannes 15, Vers 12. Wir haben die Liebe, die Gott für uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir am Tag des Gerichts zuversichtliches Vertrauen haben, dass genau wie er ist, auch wir in dieser Welt sind. Ja, da kommt schon ein bisschen mehr. Also wenn Gott ist Liebe und wenn wir in der Liebe sein wollen, dann müssen wir in Gott sein. Und dann frage ich mich, Jesus, hier hört sich's raus,
dass wenn wir aus Jesus geboren sind, dann können wir auch sein wie er. Das heißt, wenn ein Schwein ist, dann tut es auch alle Dinge wie ein Schwein oder jedes Tier. Egal, was wir sagen. Eine Katze, die wird immer Miau machen. Ein Hund wird immer Wau machen. Wau, wau. Das kennt sogar unsere kleine Caitlin schon. Und so ist es eben. Jesus sagt, wir müssen von Neuem geboren sein. Das heißt, aus ihm geboren sein. Das ganze Evangelium Johannes ist immer wieder weist darauf hin. Und der Jünger im ersten Johannesbrief auch ganz viel. Also ich kann euch nicht alle diese Bibelstellen jetzt vorlesen, aber ich habe eins verstanden. Ich muss von ihm geboren sein, weil ganz ehrlich, ich habe so viel gekämpft und habe gesagt, Herr, ich kann das Thema nicht halten. Ich bin so unvollkommen. Überall sehe ich Mangel an Liebe. Da kann ich nicht, dort kann ich nicht. Es ist ganz einfach, jemanden zu lieben, wenn du sie liebst. Wenn es deine Kinder sind oder ganz liebe Geschwister oder deine Enkelkinder, da kann man ja gar nicht anders als nur lieben. Egal, ob wie sie sind oder was sie machen. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es geht aber um die echte Liebe zu allen. Jesus hat gesagt, daran wird man euch erkennen, dass ihr meine Kinder seid, meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und Liebe kann ich nicht. Ich kann nicht lieben, wenn ich nicht aus Jesus geboren bin, weil Gott ist Liebe. Wir sind geboren in der Sünde und da ist automatisch Wut, Hass, Neid drin. Alles, was Galater 5 uns zeigt. Oh, da ist so viel Böses drin. Und deshalb glaube ich, dass wir uns die Frage stellen, was bin ich Jesus wert? Er hat mich vorher geliebt. Bevor ich noch geboren wurde, hat er mich schon geliebt und hat einen guten Plan für mich gehabt. Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben. Jesus verließ den Himmel und die Herrlichkeit, den Vater. Das war ich ihm wert. Er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde ein Diener. Er hat mir gedient. Er hat mir die Füße gewaschen. Er hat meine Schuld weggenommen. Er brachte mir meine Würde zurück. Als Frau, das kann ich wirklich sagen. Dank seinen Worten und Taten kann ich glauben. Und wenn ich ans Kreuz denke, und das alles für mich, das war ich ihm wert. Und dann dürfen wir weiter fragen, was ist Jesus mir wert? Es ist leicht, unter Christen zu bekennen. Ja, ich bin auch Christ. Ja, ich glaube an Jesus. Aber so ganz tief aus der Seele sagen, ich liebe Jesus. Er ist mein bester Freund. Was ist, wenn ich verspottet werde? Oder was ist, wenn Verfolgung kommt? Ich höre mir immer wieder die Zeugnisse an von Open Doors. Wow, da geht es mir kalt den Rücken runter, was manche Geschwister durchmachen müssen, um des Namens Jesu willen. Ich staune immer wieder und frage, Herr, ich weiß nicht, ob ich das durchmachen könnte, ob ich da treu bleiben könnte. Aber Jesus beruhigt mich immer wieder und sagt alles zu seiner Zeit. Ich darf ihn einfach lieben. Und das ist unser Training. Prüfen, Herr Jesus, wie steht es um mich? Habe ich dich lieb? Und wenn ich dich lieb habe, dann kann ich auch andere lieben, weil ich verstehe, ich war ja nicht besser.
Ich bin nicht besser als jemand anders, den's mir schwer fällt zu lieben. Ich bin nicht besser. Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote, das sagt Jesus. Und seine Gebote sind nicht schwer, das sagt er auch an einer Stelle. Die sind nicht schwer, das heißt, ich kann lieben. Wenn er mir dieses Gebot gibt, dann ist es nicht schwer, es auszuführen. Ich habe mir drei Punkte aufgeschrieben, so wo man sich einfach ein bisschen prüfen kann, wie komme ich zu dieser Liebe, die mich in die Vollkommenheit Gottes bringt. Das erste, den Familienstand prüfen. Wenn wir so Fragebogen bekommen oder so, da ist oft Familienstand. Geboren so und so oder verheiratet oder nicht und so verschieden. Ihr wisst, was ich meine. An dieser Stelle müssen wir uns fragen, bin ich geboren aus Gott? Steht mein Name im Lebensbuch geschrieben? Esse ich jeden Tag von seinem Tisch oder esse ich von einem anderen Tisch beim Nachbarn? Und es gibt den Nachbarn, der lässt manchmal nicht los. Der sagt, ja, ja, du kannst ja dort aufgeschrieben sein. Aber hier, guck mal, was ich zum Essen habe. Ihr wisst, was ich meine. Es ist der Lügner, der unterwegs ist. Und heute ist es so einfach, von seinem Tisch zu essen, nur das Internet einzuschalten. Und sogar, ich merke das jedes Mal. Ich höre mir jeden Morgen irgendwas Gutes an. Oder ich will die Bibel nehmen zum Lesen. Und dann kommt da irgendwas, ich muss mal was schauen. Hat jemand geschrieben oder nicht? Meine Kinder oder so. Und schon bist du irgendwo verführt. Und dann kommen noch verschiedene Sachen, die nicht wahr sind. Und die reizen uns manchmal, das zu hören. Da dürfen wir ganz bewusst Nein sagen und uns an den Tisch des Vaters setzen und zuhören, was er uns anbietet. Er hat nur Bioprodukte, er hat nur gesunde Sachen, ohne verschiedene Gentechnik oder noch was, was uns so bekannt ist aus dem Alltag. Das zweite, absagen in Jesu Namen allem, was dagegen ist. Da sind die viele Sachen, die dagegen kommen und sagen, ja, so kannst du aber, den kannst du nicht lieben. Und ja, so ist ja nicht gemeint. Wer kann das schon machen? Jesus, klar, Jesus war Jesus. Ich bin doch nicht Jesus. Nein, so dürfen wir nicht sagen. Wir dürfen sagen, Jesus in mir. Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn Jesus in mir der Starke ist und ich die Schwache, dann darf ich wissen, er in mir, dann bin ich stark in ihm. Wer in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann dürft ihr bitten, was ihr wollt, dann werdet ihr alles bekommen, was ihr wollt. Und wenn ich lieben will, da sind wir schon an der Stelle 3, an dem Punkt 3, die Liebe ist eine Entscheidung. Da sind wir schon beim Entscheiden. Wir sagen, Jesus, ich will lieben. Ich will. Und Jesus sagt, oh ja, das habe ich gewartet. Wir beten ja, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Oh, da müssen wir ehrlich sein und da wollen wir ehrlich sein zu uns selber, zueinander und vor allem zum Vater im Himmel. Wir entscheiden uns heute zu lieben, weil ich Jesus liebe. Meine lieben Geschwister, wollen wir uns heute entscheiden, diesem Gebot nachzukommen? Ich sage von Herzen, oh Herr Jesus, ich will. Wir beten zu dir gemeinsam, Vater, wir wollen dein Gebot erfüllen.
Und vielleicht sind wir, manche sind noch nicht so weit gewachsen, sie verstehen es noch nicht. Manche verstehen es schon. Ich glaube, Jesus, ich werde verantworten dafür, weil ich das verstehe. Und ich will treu bleiben. Ich will lieben. Vor allem will ich dich lieben. Und ich will mich füllen lassen von dir. Jesus, fülle mein Herz, mein durstiges Herz, mein mangelndes Herz. Jesus, fülle es mit deiner Liebe, sodass ich lieben kann, so wie du gebietest. Und du gebietest ja nur, weil du weißt, wenn wir lieben, dann geht es uns gut. Dann sind wir immer vollkommener, sehen dir ähnlich und haben Vollmacht. Deine Vollmacht, ein liebendes Herz, das kann dem Bösen gebieten und viel Jammer abhalten, viel Böses einfach ausschließen. Oh Jesus, lass uns lieben. Lass uns lieben. Wir wollen lieben. Und du hast gesagt, du schenkst das Wollen und auch das Vollbringen. Dazu entscheiden wir uns heute. Wir danken dir für diesen Tag. Wir gehen hin mit dir an deiner Hand und wir wollen ausprobieren, was uns heute gelingt. In deinem wunderbaren Jesus-Namen. Amen. Meine lieben Geschwister, lasst uns mutig hinausgehen in diese Welt und heute das Gebot Jesu erfüllen. Lieben auf sein Gebot. In Jesu Namen, weil wir ihn lieben. Weil er uns liebt und weil er uns alles zur Verfügung stellt. Seid gesegnet. Shalom, Shalom für diesen heutigen Tag. Und wir hören uns wieder. Wir treffen uns, wo wir können, auch in der Woche. Ich möchte Mut machen zum Beten. Es gibt so viel zum Beten, auch für die Ukraine. Ja, das wäre auch ein Punkt. Wenn die Menschen lieben würden, dann gäbe es keinen Krieg. Ja, das will alles der Teufel. Und dem sagen wir Nein. Und wir beginnen, da wo wir sind, Frieden zu halten. Dann können wir auch große Kämpfe abhalten und dürfen herunterbeten das Reich Gottes und den Frieden Gottes. In Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet und bis zum nächsten Mal.